Als Technologieführer muss es unser vorrangiges Ziel sein, dem Kunden das bestmögliche Produkt an die Hand zu geben. Wir sind primär hier, ich bin mit einem Kollegen hier, unserem Entwicklungsleiter, wegen der 3D-Vorträge, primär wegen dem Thema 3D. Und wir haben auch mit den Kollegen aus dem Produktmanagement und aus der Entwicklung im Bereich 3D gesprochen, um ganz konkrete Dinge schon anzudiskutieren. Also ich fand es extrem wichtig, mal wieder die richtigen Leute ganz persönlich vor uns zu haben. Das heißt, man muss sicherstellen, dass sie ungefähr in die gleiche Richtung zeigen. Es gibt einen weiteren Punkt, das ist wie die Edge Extraction. Das Thema mit Networking, eine sehr gute Möglichkeit, ja, die man sonst nur schwer hat. Und hier hat man eine schöne Möglichkeit, kompakt Kunden auch kennenzulernen, neue Anwendungen vielleicht noch im Hintergedanken haben, die ihnen aber kommen, wenn sie jetzt gerade neue Technologien auch kennenlernen. Also wir sind mit ein paar Fragen dahergekommen, die auch super beantwortet wurden in den Pausen persönlich. Das war ganz toll. Wir sind eigentlich auch aufgrund des Deep Learnings da und das war sehr gut dargestellt und ist jetzt auch auf meiner Roadmap, dass wir das mehr einbinden wollen und wirklich versuchen, da Kooperation aufzubauen. Das Fenster haben wir in diesem Fall jetzt auf dem Armboard generiert. Es hat einen Moment gedauert, bis es übertragen wurde. Sie sehen das Ergebnis hier. Deep Learning, wo geht's hin, welche Voraussetzungen, für welche Marktsegmente ist es interessant, ab wann wird es interessant, das auch industriell umzusetzen, das war für mich sehr informativ. Regionen gefunden werden in allen Bildern und tatsächlich, das ist der Fall. So einfach kann das gehen. Ich hatte schon eine totale Erleuchtung sozusagen im letzten Vortrag, die Export Library. Das war eine interessante Technologie, die mir bis jetzt nicht bekannt war. Dass tatsächlich interaktiv im Code gearbeitet wird und an der Applikation gearbeitet wird, das finde ich sehr, sehr angenehm und sehr, sehr frisch sozusagen vom Veranstaltungsformat. Dadurch, dass ich MVTech lange kenne und auch einige Personen hier kenne, ist es auch so ein Wiedersehen mit alten Freunden quasi. Das ist natürlich auch sehr schön und der Veranstaltungsrahmen hier in dem tollen Raum ist sehr professionell und sehr schön gemacht.